Hallo Leute, mein Name ist Hotzese und willkommen zurück zu Factorio, wo wir das Warptorio Mod spielen. Und wir sind dabei zu forschen. Hier noch ein bisschen Verteidigung. Ah. Und das Ganze verbinden wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Dann die Erzfelder, die sind hier ganz in der Nähe von unserer Plattform. Ich glaube, 4 reichen fürs Erste. Einiges an Kohle auf der Seite. Und hier oben machen wir 2x Kupfer. Und das ist unsere zweite Ebene. Was machen wir als nächstes? Ja, wir vergrößern die Plattform nochmals. Hier oben brauchen wir auch einen Turm. Bauen wir ein paar zusätzliche Türme und genau hier können wir nun eine Ebene runtergehen. Wir können insgesamt 30 Minuten auf diesem Planeten verweilen. Ich weiß nicht, ob wir es so lange aushalten. Denn letztes Mal wurden die Aliens doch etwas hartnäckig. Aber es gibt uns zumindest die Option, etwas länger zu verweilen, wenn die Umstände günstig sind. Und unser Hauptziel hier ist, Ressourcen abzubauen. Dass wir gerüstet sind für unsere Produktion. Das an Kupfer. Drin, aber ich weiß nicht, ob das ausreicht, was wir haben.
Typischerweise kommen die ersten Aliens erst nach 10 Minuten, außer wir haben direkt ein Nest neben unserer Basis. Was, soweit ich sehe, nicht der Fall ist. Und ich möchte die Plattform vergrößern, denn hier unten werden wir etwas bekommen, ähnlich hier oben. Und dann funktioniert dieses Layout, das wir hier haben, nicht mehr. Und es wäre doch toll, wenn wir das Setup so anpassen können, bevor wir da etwas im Wege stehen haben. Hier ist es anfänglich immer dieselbe Leier. Hin und her springen, um sicherzustellen, dass uns die Waren auch nicht ausgehen, welche wir schmelzen möchten. Produzieren, und das ist unser erstes Untergeschoss. Wenn wir da nicht aufpassen, wo wir durchlaufen, landen wir plötzlich eine Ebene tiefer. Ich mach mal eine Runde nach oben. Einfach umzuschauen, was uns da so erwartet. Da sehe ich nichts. Ist hier in dieser Richtung aus. Irgendwelche Nester, die uns Sorgen bereiten könnten. Das ist ein relativ grüner Planet mit Wald. Wald schluckt ja bekanntlich einiges an Verschmutzung, wie auch Gras. Sand nicht so sehr. Etwas Uran, dem können wir nicht wirklich viel anfangen. Ja, sieht ziemlich ruhig aus. Und dann geht uns die Kohle hier unten aus.
Legen wir hier nach. Legen wir hier nach. Holen die Materialien ab. Und mit diesem Setup haben wir natürlich auch Kisten, wo wir die entsprechenden Materialien reingeben können, die geschmolzen sind, so dass nicht alles hier in der Mitte zusammenkommt. Das Gefühl, hier, da sind wir wieder voll. Mit je 50 Eisenerz. Ah, hier noch nicht. Mehr Munition. Jetzt verbrauchen wir auch in etwa 50% weniger. Kaum mal mehr als 50%, was wir hier produzieren. Aber wir können locker noch eine zweite Dampfmaschine hinten anschließen und unsere Energieproduktion verdoppeln. Bedeutet einfach auch, dass wir den Kohleverbrauch verdoppeln. Aber zumindest derzeit sieht es nicht so aus, ob dies effektiv ein Problem wäre. Genügend Kohle auf der Seite, sagt er. Sieht soweit gut aus. Hab noch keine Aliens gesehen. Die Forschung macht Fortschritte. Diese Ebene, die muss noch größer werden, aber hier denke ich, werden wir dann hauptsächlich unsere Forschung uns auf unsere Forschung konzentrieren. Sprich, wir werden die Labore da haben und auch die
die Produktion der Fläschchen. Halbzeit und wir haben immer noch keine Aliens gesehen. Das gefällt mir. Ich warte noch mit hier auffüllen, denn wenn die Plattform vergrößert wird, was am Ende dieser Forschung geschehen sollte, werden wir das Ganze hier oben etwas umbauen, so dass diese Fläche hier unten frei wird. Denn da kommt dann in Kürze etwas drauf. Wie sieht's hier aus? Ja. Die Kohle ist gleich alle. Dann legen wir doch wieder ein paar Briketts nach. Hat dieser Baum effektiv zwei Schatten? Interessant. Nie aufgefallen. Dieser nicht. Dieser auch nicht. Schon. Aber den Verdacht, das liegt irgendwie zusammen. Ja. Der hier auch, aber der untere Schatten ist nur auf der Wasseroberfläche. Das heißt, das hängt irgendwie mit dem Wasser zusammen, dass wir da zwei Schattenwürfe haben. Nicht gut, wenn uns da die Kohle ausgeht. So, 10 Minuten haben wir noch Zeit hier auf diesem Planeten. Wenn alles so weitergeht, sollten wir es schaffen, die Forschung für die Plattform abzuschließen. Noch 50 Fläschchen. Hier sind noch 90 drin. Den Grün haben wir auch schon 150.
Output voll. Ach, dann geht natürlich nichts. Haben wir noch halb voll mit Kohle, die noch ein bisschen reichen. Nächste Plattformebene, dann schauen wir uns mal den Stahl an. Sehr gut, sehr gut. Dann kopiere ich mal das hier. Wie machen wir das am besten? Wir müssen hier etwas aufräumen, bevor wir was platzieren können. Hier in der Mitte, da kommt irgendwann auch was hin. Es gibt doch Aliens. Geschwindigkeit. Die rein, da kommen die rein. Da kommt etwas
Kupfer rein. Da kommt etwas Kupfer rein. So. Sehr schön. Und jetzt haben wir dieses Feld hier unten frei. Und bis wir das Feld hier oben frei machen müssen, haben wir hoffentlich die ganze Forschung nach unten verlegt. Gut, dann machen wir doch hier etwas Stahl. Nicht, dass wir den jetzt schon brauchen, aber Stahl braucht einiges an Eisen und typischerweise, wenn man Stahl braucht, dann hat man immer zu wenig. Mach die mal ein bisschen weiter nach außen. Hier. Diesem Eck noch einen Turm. Dann sind wir schön abgedeckt. Sind noch voll mit Erz. Das heißt, wir können hier schon mal die Förderer abbauen. Eisen nach. Sehr schön. Eine Minute noch und gefällt mir. Wir konnten hier die vollen 30 Minuten ausnutzen. Okay, was brauchen wir als nächstes? Okay, das Abbautempo. Das könnte hilfreich sein. Gut, das war's.
Wir haben, glaube ich, alles wieder eingesammelt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder auf einem neuen Planeten, wo wir hoffentlich genauso gute Fortschritte machen wie hier. Also bis dann und tschüss!